Hey Freunde, ich grüße euch. Ja, heute geht es um die beiden Pickups hier, die ich jetzt hier vor kurzem eingebaut habe. Technisch dieselben, die ich auch vorher drin hatte, in Schwarz, nämlich die Simo Duncan Blackouts AHB1. Ja, das Set. Damit das Ganze aber wieder schön zum alten gewohnten EMG-Style passt von Gloria, wie ich auch vorher drin hatte, habe ich jetzt viel Geld investiert in diese wunderschönen Nickel-Cover bezogenen Simo Duncans. Jetzt ist es aber so, wenn man die jetzt sich kauft und da einbaut, heißt das ja noch lange nicht, dass die Gitarre jetzt optimal eingestellt ist. Das, liebe Freunde, das muss man nachholen. Und zwar die Pickups einzustellen. Es geht dabei eigentlich nur darum, dass die beiden Pickups von der Höhe her so voneinander, also zueinander abgestimmt werden, dass egal, ob ich jetzt am Neck spiele oder hier runterschalte auf die Brücke, dass der Ton ungefähr von der Signalstärke her, also von der Lautstärke her, einigermaßen abgestimmt ist, ja. Denn so wie das momentan ist, ich versuche das mal darzustellen. Ja, hier der Neck. Vielleicht hören, dass der Neck ein ganz kleines bisschen zu kräftig ist. Die Pickup-Einstellung des Steges ist eigentlich soweit in Ordnung. Ja. Ich tue sie aber dennoch ein ganz kleines bisschen herunterschrauben. Warum mache ich das? Das mache ich, damit das Signal ein ganz kleines bisschen weniger ist. Und die Pickups ein bisschen kontrollierter klingen, ja. Das muss man dann schauen, dass das auf beiden Seiten gemacht wird. Es darf nicht zu viel, es darf nicht zu wenig, ja. Es gibt kein besonderes Maß dafür, ja. Einige Leute, die tun das dann abmessen mit einem Plektrum. Ja, das mache ich jetzt nicht unbedingt. Bei mir ist halt immer so nach Gefühl, ne? Ja, das Signal soll hier schön clean bleiben und deswegen muss das am Pickup selbst eingestellt werden. Ne? Ganz gut hören. Der Neck-Pickup ist jetzt lauter. Das heißt, da ist jetzt noch zu viel Signalstärke drin. Das bedeutet, ich muss den Pickup ein bisschen herunterschrauben. Thank you.
ganz kleines bisschen weiter hinunter. Wirklich nicht mehr viel. Auf beiden Seiten. Da ginge das eigentlich auch noch so ein bisschen. Ja, also ich würde sagen, das ist es jetzt von der Einstellung her. Das kann man so lassen. Ja, kann sein, dass ich da im Laufe der Zeit noch eine kleine Korrektur vornehmen werde. Muss man mal schauen, wie sich das so ergibt, weil dadurch, dass da hier also Metallcovered hier drauf sind, beeinflussen die das Magnetfeld der Pickups ein bisschen anders als jetzt Plastikcover. Ne? Keine große Sache, ist halt Ausprobiersache. Ne? Okay, Freunde, kurzes Video eigentlich, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ne? Ist halt, man muss es ausprobieren. Je nachdem, wie es einem auch gefällt. Gut, die Pickups hier, Simo Duncans. Das sind generell auch sehr leistungsstarke Pickups. Da vielleicht ein richtiges, cleanes Signal herauszubekommen, dürfte auch vielleicht nicht so einfach sein. Ne? Muss man mal schauen. Okay, Freunde. Gut, dann fürs Erste. Vielen Dank fürs Zuschauen. Rock on.